Wer war der erste Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg? Ich hab von Geschichte keine Ahnung. Achso, Musti, nein. Musti. Ich wollte auch sagen, Bruder. Ja, der Zweite Weltkrieg war, als das alles vorbei war. Okay? So, Freunde, was geht? Ich begrüße euch zu diesem Video mit einem kräftigen Moin! Das kann keiner von euch machen, Digga. Er macht den, Alter. Ich hab euch eingetippt, Freunde, was wir heute machen, ist eine weitere Episode vom lang ersehnten Format Wer ist schlauer? Und heute sehr hohe Qualität. Einmal Marlon an meiner Seite, dann Daniel Slump und Musti. Was geht? Milton ist auch da. Er wird uns einige Fragen stellen, die werden wir beantworten. Und ja, checkt die Jungs ab, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wir starten direkt mit der ersten Frage, Freunde. Let's go. Dann frage ich mal an, ich hoffe, ihr kennt alle Fidel Castro oder habt den Namen schon mal gehört? Ist mir bekannt. Welches Land hat Fidel Castro geführt bzw. regiert? Welches Land hat Fidel Castro regiert? Tschüss, Digga. Kennst du Fidel Castro? Nein. Ich hab seinen Namen gehört, aber keine Ahnung, was er gemacht hat und so. Ich glaube, in irgendein Rap-Lied. Ich bin fertig, Mann. Warte mal, ganz kurz, Digga. Von Miami Yasse, ne? Fidel Castro. Kann sein, schön. Ach so, warte mal. Ah, ich weiß es, Digga. Okay, ich hab Kolumbien. Italien. Ich hab Kuba. Ich hab Kolumbien. Nein! Das ist Kuba. Nein! Yes, sir! Stark, Alter. Ich dachte, Miami Yasse hätte ich Italien gemacht, weil der Rap-Lied war über Italien. Fuck, Digga. Aber Italien ist krank. Die zweite Frage. Was ist das japanische Wort für Hallo? Ich kann nur Chinesisch, Digga. Das ist gerade dieses, man switcht gerade Sprachen, ernst. Aber ist das nicht easy? Sprechen die nicht dieselbe? Nee. Ich sag, ich habe gerade das Chinesisch aufgeschrieben. Okay. Achso, warte. Wenn man falsch schreibt, ist egal, wa? Ist egal, ja. Konnichiwa? Ich habe auch. Oh nein! Das ist Konnichiwa! Er hat bei dir abgeguckt. Kann doch gar nicht bei meinem Bruder. Ich habe schon so gemacht, ja. Ja, ja, das ist auch. Nee, ich sehe das auch. Aber zeig mal, wie er geschrieben hat. Ich habe so geschrieben, Bruder. Ich schwör's falsch. Guck mal, wie er geschrieben hat. Konnichiwa. Aber das zählt. Bedeutung, hä? Du hast doch gesagt, Bedeutung, Bruder, guck mal, ja, bei Daniel 10. Was ein Dreckiger. Bei Daniel 10. Okay. Boah, zwei Fragen, die man hätte wissen 2-1-0-0, wa? Ja. Mein Ziel ist vor Musti. Scheiß Ziel, Digga. Wie hieß der erste Mensch auf dem Mond? Digga, wo soll man das wissen? Das ist, oder einfach jeder von uns hat es direkt beantworten können. So, jeder war direkt so ready. Oder so habe ich in Mathe gespickt. Ich küsse dein Herz mit diesen Augen und so. Was ist das? Ja, voll schlecht. Neil Armstrong? Yes. Ja, normal. Neil Armstrong. Vierte Frage. Mit was riechen Schlangen? Oder skip mal Frage, Digga, was ist das? Kennst du so, man weiß nicht, dann bist du dumm. Wirklich? Weißt du nicht? Ja, wenn mit du was so sagst, riechen Schlangen? Ja, wenn er so sagt, dann muss das sein, Digga. Ich hab Nase. Ich hab Mund. Ich hab Zunge. Zunge ist. Aber die haben doch so zwei Dächer. Yes! Oder? Also, haben die Nase? Also warte. Haben Schlangen Zangen? Ich hab meine Nase. Ich wollte es nicht richtig. Zählt Mund nicht jetzt nein. Als Zunge? Nein. Mund ist doch nein. Mund ist hier nein. Und Zunge. Du schmeckst ja nicht mit dem Mund, sondern mit der Zunge. Du machst ja nicht Lavendel auf deine Zunge, sondern auf deine Mund. Ernste Frage jetzt. Wenn du ehrlich bist, sehr cool. Aber hast du abgeschaut? Ich schau bei Gott. Nein, ja? Ich hab's gesehen. Ja. Er hat um sein Leben. Okay. Ey, 1, 2, 2, 3. Ja. Kommen wir mal zu der Fußballfrage. Wer war teurer, also als ein Transfer? Wer war teurer? Cristiano Ronaldo oder Kolo Muani? Wohin aber? Cristiano Ronaldo von Man U zu Real und Kolo Muani von Franco zu PSG. Bruder, ich sag ehrlich. Mit Add-ons, also so Zusatzzahlungen und so? Nee, die Zahl, die auf transfer.de steht. Die offizielle Ablösesumme. Ja, aber die offizielle ist ja so und so viel plus so und so viel. Ja. Nee, ohne die Add-ons. Und diese Ablösesumme wird auch immer auf den angegeben. Ey, hört mal auf jetzt miteinander, Digga. Du hast ihn mal Leo geschoben, reich, können wir auch kurz einblenden. Okay, was habt ihr? Also meine Prediction ist Ronaldo 90 und Kolomani 80. Ich hab auch Ronaldo. Ich hab Kolomani. Es ist Kolomani. Ey, yeah, das ist eine 190 Millionen. Gleich im Ganzen. Aber das ist doch diese aber das ist die Ablösesumme, die auch gegeben wurde. Ja, ich hab dich extra gefragt, Digga. Ja, es ist ja. Ja, so. Was ist das? Was ist das? 2, 2, 2, 3, 4. Verlierer ist Hotchip oder was? Würdest du, ich glaube, Musti hat in seinem Leben schon 25 Hotchips gemacht. Schon jede einzige Stream, wo Musti bei Eli zu sehen ist, Digga, einfach ein Hotchip. Okay, dann gehen wir mal zu einer Musikfrage. Why, why? Ich sag euch jetzt einen Song, also so ein Lyric, und ihr müsst mir sagen, aus welchem Song der ist. Boah, voll das Teufel. So, Titel schreiben. Titel? Ja, genau. Warte mal ganz kurz, ist doch Englisch oder Deutsch? Englisch. Aber es ist einfach. Also, warte, Bruder, komm, das können wir. Okay. Sag.
2020, but I can't see your body. One eye open, Illuminati. Ja, bestimmt. Digga, direkt wie eine Eins läuft. Ich auch. Ich kann sowas nicht. Ich kann jedes Lied auswendig, aber sowas kann ich nicht. Ja. Sag mal. 2020, but I can't see your body. Ich weiß nicht, ob du One eye open, ich weiß nicht, ob du den Song kennst. Ich glaube, er kennt den Song niemals. Ja. Also muss die 100% nicht, aber. Oder der. Ja. Also ich hab nichts, aber okay. Ich sag's irgendwas so von älteren Alben von Travis Scott oder so. Ja, es ist halt so The End. The End. Ja. 2020, but I can't see nobody. Yes, vor dir! Marlon 2. Dann bleiben wir mal bei der Musik. Wie heißt das Migos-Album, welches drei Teile hat? Goosebumps. Keine Ahnung. Culture, oder? Culture, oder? Kennst du einen Song von Migos aber? Nein. Gar keinen? Nö. Was hörst du? So hörst du AZ und so? Ja, aber. Nee, sag mal wirklich, was hörst du? Keine Ahnung. Also das erste, was Musti angemacht hat, als wir ins Auto eingestiegen sind, war Galatasaray. Ja, ich sag, das war nur Galahymne. Was ist das kleinste Bundesland? Okay, sag. Ich hab. Saarland. Saarland. Wow, Maschallah. Geil, Alter. Bei Gott, ich hab nicht geguckt. Saarland. Hauptstadt von Saarland? Hallo. Es ist falsch. Es ist falsch. Es ist falsch? Ja, es ist Bremen. Ja, Bro, dann zählt aber ja Berlin, Hamburg und so. Ja, ist ja auch Bundesland. Aber Bremen ist ja ein Bundesland. Ja, sag schnell. Ja, hab ich. Doppelapfel nur. Mann, Digga, wir sind am Arbeiten, Junge. Ade. Das ist Ermi, der nach Shisha-Tabak fragt, Digga. Bleiben wir mal bei den Bundesländern. Oh, welches geiles Thema. Cool, ne? Dass ich auch ein Thema einfach bleibe. Ja. Welches Bundesland hat die meisten Einwohner? Auch jetzt gerade so eine confident Antwort. Okay. Ne? Warte mal. Müsste eigentlich. Ist. Nein. Hab ich glaube, ich habe mal reingeschaut. Hab ich falsch. Hat er gelöscht? Ja, Bruder, ich musste. Alter, was hast du aber geschrieben? Habt ihr alle? Ja. Habt ihr alle? Ja. Ich hatte München, aber Bayern. Ich hab Bayern. Ich hab NRW. Es ist NRW. Yes! Das ist NRW. Dann reisen wir mal nach Afrika und sagen, was ist das südlichste Land im Kontinent Afrika? Glaub mir nicht so kompliziert, denke ich. Es hätte niemand die Frage reingenommen, wenn es das wäre, Digga. Ja. Junge, ich sehe immer nur lachen, dann muss dir irgendwas eingehen. Ja, müssen wir eine Spezialfolge mit ihm machen? Er hat 10 Punkte Vorsprung. Ich hab Elfenbeinküste. Was? Marokko. Elfenbeinküste, Digga. Ich hab gedacht, wir reden die ganze Zeit über Südafrika. Ich auch. Ich hab Digga, Elfenbeinküste ist oben links, Junge. Nein, Südafrika. Oder Madagaskar ist rechts. Bei Nigeria und so. Bro, über was für ein Land hast du gerade geredet? Ich hab zuerst Uganda einfach aufgeschrieben und so kompliziert. Ja, aber wir haben doch gesagt, nein, das kann nicht sein. Du hast gesagt, nicht so kompliziert denken. Ja, einfach. Ich wollte einfach nerven. Alter, Elfenbeinküste ist crazy. Dann reisen wir wieder zurück nach Deutschland und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. Ah, Rauis. Was denn? Wer war der erste Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg? Ich hab von Geschichte keine Ahnung. Achso, Musti, nein. Musti. Ich wollte auch sagen, Bruder. Ja, der Zweite Weltkrieg war, als das alles vorbei war. Okay? Bevor das Video hier gelb wird, Digga. 3, 2, warte mal kurz. Ich kann's direkt mal gucken. Wenn es der erste ist, dann muss es der sein, Digga. Okay, komm. Ich hab Konrad auch. Ich auch. Ah, ich auch. Ja, es ist kostet. Ja, dann mach doch nicht die Frage so kompliziert, sondern sag einfach der erste Bundeskanzler. Nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. War schon gut gestellt. Ja, aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja dann die Republik Deutschland. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr beide ein kleines Problem habt. Zusatzsummen oder nicht jetzt? Add-ons oder nicht? Wie viele Ozeane gibt es auf dem Planeten Erde, Marlon? Norden, Süden oder Westen? Zählt ihr gerade auf, ja, einen, auf den ihr könntest. Ich weiß, könntet ihr genau. Ich hab's. Ich weiß. Echt? Oder ey, warte mal. Nee, bei mir. Bei mir, ich hab einfach irgendwas aufgeschrieben. Ey, warte mal kurz. Digga, bei mir dreht sich auch schön die Schäfe. So, solange Marlon überlegt, Digga. Marlon! Seht ihr die Flasche hier? Ich ex dir jetzt. Exst du die jetzt? Ja. Trau dich! Ex! Tornado! Ex! Komm! Digga, ich kann's nicht. Marlon, komm. 3, 2, 1. Antwort? Ich hab 7. 5. Ich brauch 5. 8. Das sind 5. Oh, ich hab von 7 auf 5 geändert. Nochmal eine Fußballfrage. Oh, nice. Wo haben Michael Essien und Nigel de Jong zusammengespielt? Ich hab Chelsea. Ja, ich auch, aber ist falsch. Ich hab Barcelona. Ajax. Leider alle falsch. AC Milan war es. Bleiben wir beim Sport. In was für einem Abstand, also jahresabstandmäßig, finden die Olympischen Spiele statt? Guck nicht, warum musst du denn immer so lange überlegen, Digga? Oder das ist eine Zahl, Bruder. So Bruder, du hast eh keine Ahnung. Hau eine Zahl rein. Ja, ich überlege, ob ich vielleicht irgendwie draus schließen kann oder so. Nee. Okay. Ich
hab 4, Digga. Ich hab Ding, ich hab 3. Ich hab 2. Ich hab 5. Das sind 4. Ja, Digga. Ich hab auch wie schlecht. Ich wollte sogar zuerst 4 machen, ja. Also wenn man einmal die Frage richtig hat. Hast du noch eine krasse Frage? Ich hab noch eine coole Frage. Okay, okay, okay. Jungs, seid ihr ready? Seid ihr ready? Open it up! Alles oder nix jetzt! 0-0 steht. Yes, alles oder nix. Halira ist Totschip. Yes. Das ist aber echt ein bisschen tricky, ne? Ja, okay, mach. Warte, komm. Verlierer muss auf Sidney sein Bett kacken. Boah, da bin ich dabei. Ich auch. Das mach ich sogar gerne. Okay. Das ist auch ein bisschen anders bezogen, Eligeller Cup und so. Oh, nice. Nennt mir alle Spieler vom Gewinnerteam des zweiten Eligeller Cups. Oh, das ist unfair, Digga. Nein, kann ich nicht. Warum? Ja, voilà, weil, weil er im Team war. Und es sind 7. Ja, ich sag aber, ich trotzdem warum? Nicht. Ich kenn die Namen nicht mal, Digga, der eine hier. Warte, hier. Ich hab 4. Ich hab auch 4. Hast du alle 7? Ja. Ach, Digga. Alter. Ja, okay, ich hab auch alle, Digga. Wirklich? Ja, Mann. Okay, zähl mal auf, wer alles ist. Warte, lass mich warte, erst mal. Lass dir erst sagen. Okay. Dieser Anton, dieser Metin, wie auch immer. Ja. Cubanito. Ja. Niklas Neo. Anton Musti. Er schreibt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, mach wieder Wiederholung, Wartesystem. Nein. Ich muss ganz kurz sein verteidigen. Ich hab nichts gesehen. Ich hab doch gesehen. Oder ich wollte mal. Das war Spaß. Nerv nicht. Jungs, hey, warte kurz! Okay, warte ganz kurz, Mussi, okay, du hast dir deine Leo geschoben. Können wir vielleicht das letzte Mal noch einwenden? Hä? War Patze noch dabei? Ja. Ja, Mann. Du hast alle. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Mussi und Patze. And the winner is! Hey, wir müssen jetzt go! Let's go! Jeder eine Wurst. Okay, Freunde, das war's in der Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich und Mussi haben am Ende gewonnen, Digga. Yes. Geil, die Kackwurst wird dann in unserer Story gepostet. Checkt das, deswegen unser Insta ab. Danke fürs Mitmachen. Jungs, checkt die Jungs ab. Und bei 1000 Likes, da sehen wir uns alle in der Glatze. Yes, Alter! Yes, Alter!